Fast 4 Wochen ist es her, dass ich hier Assassin's Creed Mirage spielen durfte. Oder sind es 4 Wochen? Wir können mal kurz nachgucken. Ne, heute ist es nicht. 26. Oktober und wir haben den 20.11. Egal, Hauptsache ich sitze jetzt hier. Was haben wir hier? Was ist denn das? Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Bastims Bekanntheitsgrad um 20%. Gegner erhöhen 50% Wert. Oh, das sind aber schon geile Perks, ja. Okidoki. Wo bin ich denn jetzt hier? Suche zu Hause nach Nihal. Ah, hier waren wir stehen geblieben. Jetzt weiß ich es wieder. Wir mussten die alte Freundin von Bastim suchen. Willst du mir jetzt sagen, ich soll dahin laufen? Was? Okay. Das wird ein heikler Trip. Na, das wird ja witzig. Oh, 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 okay. Das wird dauern. So, und flieg. Aber nicht ganz rein. Ja, ist ja super. Na, ist ja wunderbar. Genau das wollte ich doch. Wunderbar. Darf ich den ganzen Weg wieder hochgehen? Ach, komm. Dünen von Dur irgendwas. So, hopp, hopp, hopp. Bastian, wir haben es eilig hier. Ich will heute noch was schaffen. Der Weg ist schon lang genug. So. Wie rufe ich meinen Esel nochmal? Nein. Nein. Aha. Wo ist er denn? Aha. So nämlich. Um die Kiste kümmere ich mich jetzt nicht. 800 Meter? Das ist doch quasi im Eck. Okay, hab nichts gesagt. Das ist ja quasi im Eck wieder. Moment, habe ich fünf... Moment mal. Habe ich 5 Fähigkeitspunkte? What the fuck? Wo kommen die denn her? Okay, okay. Ganz entspannt. Kostet... Warte, das habe ich schon riskiert. Das habe ich schon riskiert. Okay. Kettenattentat. Ja, das kenne ich woher kenne ich denn das? War das Odyssey? Ich glaube, es war Odyssey. Was kommt da als nächstes dann? Attentat-Konstellation 2. Fügt der Konstellationsbalken 2 zusätzliche Segmente hinzu. Mhm. Luftangriff. Ach so. Fokusstärkung. Okay, und was ist das hier? Konterrolle. Nee. Alles ist nicht so geil hier. Ach komm, nehmen wir mal das hier. Und zack. Dann habe ich noch 2 Punkte. Okay, das kostet alles zu viel. Was hätten wir denn noch hier? Automatisches Einsammeln. Ja, komm, ein Pünktchen da rein. Ist, schadet ja wohl nicht. Schadet nicht. So. Abmarsch. Ab zur alten Freundin, die mir immer noch sehr suspekt ist. Ich glaube auch, dass die irgendwie was... Die ist nicht ganz koscher. Irgendwas hat die gemacht. Ich weiß nicht, ich traue der irgendwie nicht. Ganz komisch. Ganz komisch. Ubisoft Herausforderung, ne? Ist ja wunderbar. Als ob mich das interessiert. Perfekt. Schreißen du mal so, Bastian? Lass das doch mal sein hier. So. Oh, sie ist aber nicht so idyllisch hier, ne? Also irgendwie... Weiß ich nicht. Hier fühle ich mich jetzt nicht so wohl. So. Bist denn du, ey? Also, Bastian, du auf einem Esel, ne? Du bist mir ein bisschen zu laut, sag ich dir ganz ehrlich. Reicht mir jetzt. Ich war hier nicht. Nee, nix stehen bleiben. So. Mach's gut. Das Spiel ist ein bisschen laut, oder? Ach, ich werde ja gesucht. Na, ist ja wunderbar. Das sind ja super Voraussetzungen, ja. Na, ruf nicht die Wachen. Was soll denn das? Warum bist du denn jetzt so? Wachen rufen. Oh, oh. Nee, 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 nee. Nix. Hey, muss doch mal sein, ja. So, weg mit dir. Nach, was ist... Schnell weg. Ja, muss ich... Oh, 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 muss ich. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist auch keine Kunst. So. Unten rechts immer noch sehr voll. So. Dringend woanders musst du hin. Der macht doch. Interessiert mich gar nicht. So. Oh, das sinkt aber sehr langsam, ne? Okay, egal. Was soll's. Spiel sperrig. Warum ist denn hier sperrig? Okay.
auf! Nein, nein. Bist du besessen? Ja, besessen, besoffen. Was, such dir was aus, mir egal. Verborgen bleiben. So. 200 Meter. Okay, jetzt haben wir unten rechts alles geklärt. Wir werden nicht mehr gesucht. Wunderbar. Jetzt kann quasi nichts mehr schief gehen. So. Mein Gott, wo hält die sich denn auf? Erstmal ein Ründchen schwimmen gehen. Jawohl. Und zack. So. Wo ist sie denn, Mensch? Nein. Oh, ist das hier verwinkelt, hör mal. Aha. Das wird bestimmt nicht angenehm. Na, wo ist sie? Basim? Ach, da ist sie ja. Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Ja. Die freut sich ja richtig. Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Oh oh. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Ist doch jetzt nicht schlecht. Ha? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Aha. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder Basim? Wir sehen uns dann. Das war doch ein nettes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nett abläuft. Ah, naja. Was soll's? Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan. Ja, ja, die brütet einen Plan aus. Das ist ja wunderbar, aber... Was haben wir denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier wieder alles? Hallo, lass mich... Okay. Was ist denn das hier? Nihals Aufgabe. Nihal ist seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften. Finde die versteckten Städte. Finde die versteckte Stätte? Oha! Okay. Kann ich das verfolgen? Ist das hier irgendwo auf der Karte? Nee, ne? Mir auch gewundert. Habe ich den Aussichtspunkt? Den habe ich noch nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Da müssen wir kurz hin. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Ach so, ja, ja. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Ey, bei geheimen Kammern, ne? Da krieg ich ja direkt Flashbacks an Assassin's Creed 2. Das Grab von Altair. Also, nicht von Altair, aber, ne? Die Schlüsse, die man aufsammeln durfte, um dann Altairs Rüstung zu bekommen. Ey, mal, Spiel, mach sowas nicht mit mir. Finde ich direkt geil. Okay. So, und hopp. So. Mein Gott, also hier ist auch wirklich immer was los, ne? So, zack, und hopp. Wo muss ich denn hier hoch? Ah, hier? Oh, okay. Ja, das kriege ich ja wohl hin. Und zack. Jawohl, passt. Passt, 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 passt. Komm, Basim, stell dich nicht so an. Einfach nach oben, ne? Komm, komm, komm. Jetzt hang dich doch mal an den Blättern da hoch. Kann ich auch. Was soll denn das? Also, kommt der hier hoch? Jawohl, immerhin. Links, jawohl. Hoch, komm, also.
Ach komm. Also irgendwie, Basim, du bist nicht so stark wie nicht so bewandert wie Ezio, ne, zum Beispiel. Man nennt eine Klettermaschine. Du bist eher ein Anfänger. Muss mal vorsichtig zu sagen. Ne, wir müssen hier rein. Ey, aber die Truhe nehme ich gerne mit. Her damit. Was ist da drin? Stahlbarren, ja wunderbar. Na, gehst du wohl jetzt mal hier aufs Fenster? Genau, sehr gut. Also. Also der ist manchmal wirklich unbeholfen. Meine Güte, Basim, alles muss ich für dich machen hier. So kommen wir nicht weit. Zack, synchronisieren. So ein schöner Ausblick hier. Aber das kann Assassin's Creed schon immer. Mit Aussichtspunkten überzeugen. So, dann springen wir mal. Das ist so idyllisch, diese Melodie, die Musik. Ach, geil. Haben wir hier irgendwas? Nö, ne? Was ist denn das hier? Rätselhafte Warte, was? Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Ah, ist ja wunderbar. Na, das lief ja wunderbar. Oh oh. Konton. Eine seltsame kleine Scherbe. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Ja, was ist denn das? Was kann das sein? Das wüsste ich auch gerne. So. Aktivität, rätselhafte Scherben. Sammle rätselhafte Scherben, die hochrangige Ordensmitglieder in und um Bagdad bei sich tragen. Erkunde die Welt, um sie alle zu finden und ihre Geheimnisse zu entlocken. Na, das ist ja wunderbar.